Das arme Mädchen. Es war einmal ein armes, kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben. Es hatte kein Haus mehr, in dem es wohnen, und kein Bett mehr, in dem es schlafen konnte. Und nichts mehr auf der Welt als die Kleider, die es auf dem Leib trug, und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein Mitleidiger geschenkt hatte. Es war aber gar fromm und gut. Da ging es hinaus, und unterwegs begegnete ihm ein armer Mann. Der bat es so sehr, um etwas zu essen. Da gab es ihm das Stück Brot. Dann ging es weiter. Da kam ein Kind und sagte, es friert mich so an meinem Kopf. Schenk mir doch etwas, das ich darum binde. Da tät es seine Mütze ab und gab sie dem Kind. Und als es noch ein bisschen gegangen war, da kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an. Da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Rücklein. Das gab es auch von sich hin. Endlich kam es in den Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da kannst du wohl dein Hemd weggeben. Und gab es hin. Da fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter, harte, blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, hatte es doch eins an, aber vom allerfeinsten Linen. Da sammelte es sich die Taler hinein und ward reich für sein Lebtag. Vokabular zum Märchen Das arme Mädchen vom Jakob und Wilhelm Grimm. Zeile 9. Der Leib bedeutet Körper. Beispiele: ein schöner, gesunder, kräftiger, zarter, weißer, feingliedriger, schmächtiger, nackter, hagerer, hässlicher, kranker Leib. Er zitterte oder er schwitzte am ganzen Leib. Zeile 11. Das Verb mitleiden und bedeutet fremdes Leiden, fremde Not oder ähnliches zutiefst mitempfinden, mitfühlen. Ein Beispiel: wenn sie andere leiden sieht, leidet sie mit. Zeile 13. Adverb gar wird im Süddeutschen oder in österreichischem oder in schweizerischem Deutsch benutzt und bedeutet so sehr. Beispiele: ich bin gar glücklich. Das schmeckt gar gut. Er war mir ein gar willkommener Gast. Zeile 13. Fromm und bedeutet Gott ganz ergeben, sehr religiös. Beispiele: ein frommer Mensch, ein frommer Christ, ein frommer Pilger, ein frommer Bruder, was für Mönch steht. Fromm werden, fromm leben. Zeile 15. Verb begegnen. Im Präteritum begegnete, im Präsens begegnet, im Präteritum begegnete, im Perfekt ist begegnet und bedeutet jemand, etwas begegnet, jemandem oder etwas. Mit jemandem zufällig zusammentreffen, jemanden zufällig treffen. Ein Beispiel: 15 Jahre hatten wir uns nicht gesehen und nun begegneten wir uns zufällig in Berlin. Zeile 20. Das Verb frieren. Präsenz, friert, Präteritum. Fror, Perfekt, hat, ist gefroren und bedeutet, jemanden friert es. Es friert jemanden, jemandem ist kalt. Ein paar Beispiele: mich hat am ganzen Körper gefroren. Es friert ihn an den Fingerspitzen. Zeile 28. Das Leibchen bedeutet Teil des Trachtenkleides, das eng am Oberkörper anliegt und vorn geschlossen wird. Ein Beispiel: das schwarz-samtene Leibchen, das ihre Brustumschluss mit feinen Silberkittlein behängt. Zeile 30. Rücklein.
Als Diminutiv wird in der Grammatik die Verkleinerung und Verniedlichung eines Nomens, Substantiv, bezeichnet. Im Deutschen wird das Diminutiv durch das Anhängen von chen oder lein gebildet. Oftmals ändert sich dabei der Stammvokal zu einem Umlaut. Der Rock wird zum Rücklein, das Brot wird zum Brötchen und so weiter. Zeile 41. Der Taler. Und bedeutet historisch bis ins 18. Jahrhundert in Deutschland gebräuchliche Münze. Ein Beispiel. Sprichwörtlich, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Zeile 45. Das Leinen. Und bedeutet sehr haltbares Gewebe aus Flachs oder Leinwand. Beispiele. Blaues, grobes, schweres, reines Leinen. Das Buch kostet in Leinen gebunden 20 Euro. Und das letzte Wort auf Zeile 47, der Lebtag. Und bedeutet, dass es veraltet, all mein dein sein Lebtag, mein dein sein Leben lang. Beispiele, mein Lebtag werde ich daran denken. Mir wurde in einer Weise übel, wie mir mein Lebtag nicht übel war.